Hallo zu einer neuen Ausgabe der UV-Videowochenschau. Wilfried Theising wird neuer Offizial in Vechta. Am 28. Januar geht es los, dann wird der Weihbischof in sein Amt eingeführt. Im Antoniushaus gab es vorab ein Treffen mit Vertretern der regionalen Presse. Und drei Lohner nehmen am Tough Guy-Wettbewerb in England teil. Bei diesem Hindernisrennen müssen die Teilnehmer rund 400 Hürden überwinden. Zum Beispiel durch Matsch robben oder einen kalten See überwinden. Wir stellen euch die dreimal näher vor und haben auch eine Bildergalerie von deren Training aufgenommen. Die findet ihr auf unserer Homepage www.oldenburgische-volkszeitung.de. Die UV bis zum 31. März 2017 gratis lesen. Egal ob gedruckt oder digital. Das Abo wird erst ab dem 1. April kostenpflichtig und endet automatisch nach 6 Monaten. Und ein Geschenk gibt es noch obendrauf. Also je eher ihr zugreift, desto besser. Sichert euch jetzt das UV April-Abo auf www.oldenburgische-volkszeitung.de. Bereits seit über 30 Jahren machen diese Jungs gemeinsam Musik. Jazz for Fun tritt am Samstag im Gulfhaus auf. Und bei diesem Jubiläumskonzert soll es wohl einige Überraschungen geben. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Und am Sonntag um 17 Uhr gibt das Vokalensemble Marienhain ein Konzert in der Heiliggeistkirche Marienhain. Auf dem Programm steht ein Oratorium von Georg Friedrich Händel. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Vatterott in Vechta. Und wer jetzt noch mit Tipps braucht fürs Wochenende und noch immer nicht so ganz weiß, was er vorhat, es gibt ein weiteres Video von uns, von unseren Volontären, die haben auch noch ein paar Tipps für euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder, ihr wisst es schon, am nächsten Donnerstag.